Hallo, willkommen zum nächsten Part von Lego City Undercover. Part 3. In dem letzten Part haben wir die Wurfhakenkanone bekommen und viele Lags und ja, Jakob und ich sind ein bisschen angepisst, was mein PC betrifft. Der meint irgendwie seit ihre Tage zu haben. Wo ist überhaupt hin? Wir müssen irgendwie. Eine Gebäude müssen wir. Achso, ich bin eins zu weit da hinten. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwelche Diebe schnappen, die auf dem Dach sind. Ich sag diesmal gar nichts mehr, ich will einfach nur, dass das Spiel funktioniert. Auch wenn es jetzt ein bisschen laggt, ist mir egal, ich will es einfach nur zocken. Ich werde nie wieder jetzt irgendwas umstellen, sonst dauert es wieder 300 Jahre, bis ich ein Part brauche. Ich habe jetzt wieder irgendwie eine Stunde gebraucht. Ja, wir haben wirklich jetzt eine Stunde gebraucht. Guck mal, ich habe kein Internet. Lol. Hä? Achso. Mission. Gerangel auf den Dächern. Special Auftrag. Also unsere erste Mission, unsere richtige. Ich freue mich schon. Mega. Mega nice. Das geht auch wieder schnell rum. So. Gut. Keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Oh, französische Papageien! Oh mein Gott. Alter! Das ist natürlich schon heftig, ein französischer Papagei. Ich war auch schon mal fetter. Ich kipp gleich um. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Ja. Muss es. Wie sind die sonst da hochgekommen? Ja. Gut geschlussfolgert, Chase. Richtig nice. Okay, wir kämpfen uns natürlich durch die schöne Wurfhakenkanone. Wurfhakenkanone ist super! Kakanoke. Ja, lass einfach los! Das fängt natürlich schon gut an jetzt hier. Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Ja, mir auch. Okay. Wir haben jetzt die Wurfhakenkanone. Und damit können wir jetzt halt hier rüber jumpen wie Tarzan. Und dann, ja, können wir uns cool fühlen. Unsere erste Mission ist hier. Und es schmeckt nicht. Aber das soll ich jetzt nicht so sehr abfeiern. Hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen, aber jetzt, pass auf, es kriegt gleich so mega Standbilder bestimmt. Nein. So. Ach komm. Da müssen wir jetzt lang gehen. So. Ja, geil. So, wir werden jetzt hier richtig lang aufnehmen. Wir haben gleich 1:30 morgens, nachts, was weiß ich. Und ich und Jakob sind immer noch fit dabei. Ja, ein bisschen angeschlagen, aber fit dabei. Etwas genervt. Etwas genervt, was in letzter Zeit hier abgeht bei uns. Naja, oh, das Zeug sah eh geschmacklos so aus. Richtig. Ja, richtig hässlich aus. Okay. Nice. Und jump. Yeah. Oh, da sind sie ja schon. Hey! Hier unten ist ein Kopf! Alle Mann abhauen! Oh mein Gott! Ich bin nicht nur, ich bin nicht Diebe nur ein Kopf, mir ich bin nicht der entkommen. Der Kopf. Jo! Es kommen die Legs! Jetzt kommen die Legs, weil ich Kopf gesagt habe. Jetzt einfach dicker Wald. Lass mich durch. So. Yeah, Freestyle! Ich warte nur drauf, bis du über sowas drüber läufst, dann kommt ein Lag und deswegen fällt's runter. Man kann nicht runterweisen, aber ja. Hier, zack. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Genau. Ja, die anderen. Die anderen eben. So, hier muss man eigentlich Stats sammeln, weil. Ja, komm. Das sieht man da oben an dieser Leiste, dann kriegt man einen goldenen Stein und das ist aber nicht so wichtig eigentlich für uns, weil wir ja eh nicht 100% spielen. Und da kommen wir auch nicht rein und da können wir auch nichts machen, da fehlt uns ja dann die Fertigkeit. Was ich halt sagen will, das klingt so bescheuert. So, dann müssen wir hier runter. Geil. Schlagen hier wieder alles zu frei. Also wie immer. Nein! Ich sehe nichts! Auf, Chase! So. Ach nein. Wir schalten jetzt mal auf alles hier.
Hauptsache. Hauptsache wir kommen weiter. Ja, wir müssen weiterkommen. Komm. Ja, spring doch. Spring. So. Wow, ich wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Jetzt weißt du. Ja. Das nervt doch ein bisschen. So. Gehen wir da hoch. Zack. Also immer, wo blau-weiße Steine gebaut sind, da kann man immer eine Aktion machen. Das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen. So. Mal hier rumstylen. Mal wieder irgendwas kaputt machen. Ja, komm. Komm. Ab. Kann ich die auch schon bekommen? Nee. Scheint nicht so. Kann ich nicht mal da drauf. Schade. Oh, da gab es gute Steine. Krass. Und wir machen wieder eine coole Aktion hier. Hallo. Mega cool. Ja, das ist super geil, oder? Vor allem mit den Next dabei. Ja, ist natürlich so schön anzusehen. Ja, das macht, auch das macht schon richtig Spaß. Zack, geblockt. So, hier, schön drüber das geworfen. Das wären dann zwei. Verhaftet. Jo. So, hier kann man was bauen. Oh, zwei von drei haben wir schon. Was wir denn gebaut? So. Dann haben wir das auch schon fertig. Und dann können wir hier wieder eine geile Aktion noch durchführen. Hier, Mario Jump. Ganz klar. Hier, der. Da ist Nummer 3. Verhaftet werden. Bleibt nur noch der Anführer. Und ich habe gerade eine Polizeimarke bekommen, ich weiß aber gar nicht wofür. So. Da gibt es noch ein paar goldene Starts. Ich werde schon versuchen, die Leiste oben voll zu bekommen. Aber. Kann ich nicht versprechen, dass ich es noch schaffen kann. Halt! So, zack, zack, zack. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, das weil. Ist sowieso egal. Wir haben ja von Anfang an uns gesagt, es soll kein 100% Let's Play werden. Nicht so wichtig. Aber ich will es ja trotzdem auch Spaß machen. So, da hätten sie wieder eine coole Brücke. Warte mal. Nee, dann ist los. Weil ich sowieso gerade nichts sehe. So. Dann runnen wir hier hoch, indem wir B spammen. Komm, B. Dann nehmen wir das noch mit. Oh, wenn man zu stark lenkt, dann rutscht der auch runter. Ich frag mich sowieso, wie der das hier hinbekommt. Gut, der hält sich da an diesem kleinen Pins fest. Einen kleinen Steinchen. Ja, ja, ich wollte nochmal da hoch, da gibt's noch was. Mann. So, ja, was. Überhaupt, warum nicht? Oh, der hat mir voll die geile Aussicht eigentlich. Yeah. Okay, jetzt kommen wir hier noch ein paar Sachen. Dann rutschen wir hier runter. Hier kommst du nicht rüber! Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort, Conrad Peters von dem Kanal K Nachrichten. Kanal K Nachrichten. Oh, guck mal, der kann auch alles kaputt machen. Kann ich auch. Ja, das stimmt. Leider. Ach, komm schon, ja, gib endlich auf! Ja, gib endlich auf, Mann. Das ist total uncool hier. Echt, Mann. Es gibt nicht so viele Klicks, Mann. So. Okay. Ja, komm, ne? Was soll man dazu sagen? Willst du auch abhauen? So? Einfach so auf dem Dach irgendwo rumspringen? Nein. Ich auch nicht. Hätte viel zu viel Geld. Guck mal, dieser RTL-Hubschrauber ist immer noch da. Ups. Der RTL-Hubschrauber. Okay. Hilf mir! Sonst falle ich! Ich hab ne Frau und zwei Goldfische! Mach doch nicht.
Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest! Für! George! George! Vater! Benson? Barry? Ja, komm schon! Ja, ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay, ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Das ist natürlich schon doof. Wie logisch. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Okay. Das ist so ein richtig scheiß Witz irgendwie. Ja, wie gesagt, erster Auftrag erledigt. Freispiel freigeschaltet, das heißt nur, dass man das nochmal machen kann. Wenn man will. Oder die 100% machen will. Dann kommen hier halt die ganzen Stats, die wir gesammelt haben. 50% finde ich eigentlich voll okay. Ist schon relativ viel eigentlich. Dafür das, was nicht wirklich so abgesehen hat davon. Und dann wird die Story jetzt fortgesetzt, dann kommt ein Cut, weil jetzt ein langer Ladescreen kommt. Freigeschaltet Parkour. Die sind meistens eigentlich sehr nice. Wir haben noch 4 Minuten zum Aufnehmen. Du darfst den Ladescreen jetzt nicht mitzählen. Denn den haben wir ja rausgeschnitten. Ja, blauen und weißen Dingern, wie gesagt, sind Aktionssachen. Wenn man die kaputt schlägt und zusammenbaut, kann man irgendwas Cooles machen. Ja, und auch das ist jetzt für euch unwichtig. Das heißt nur, dass man da nochmal in die Mission rein kann. Das werden wir wahrscheinlich eh nicht machen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ist halt wirklich nur interessant, wenn man das ganze Spiel auf 100% haben will. Ich glaube, ich habe so 80% gesehen. Kapitel 3, gehe direkt ins Gefängnis. Sollte man vielleicht vermeiden, aber wir müssen es machen. Hey, Chase! Hab dich gerade im Fernsehen gesehen. Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatros-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte. Sache erstmal alle Leute über den Haufen fahren. Dass der Chief davon erfährt? So muss das. Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Ja, der gute alte Traktor. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Du. Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Total. Wir grüßen sie nicht von dir. Denn du bist kein toller. Ja. Hä? Bluffbeard! Oh, Chase McCain! Weiter. Lang ist her! Was? Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Das ist 6 Stunden her! Ja, was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Captain der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatros-Gefängnis. Super, die Fähre. Da geht doch sowieso eine drauf, wenn du Bus sitzt. Hab sie versenkt. Wenn du Boot fährst. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Alles klar. Ah, oh, wir können alles bauen. Hey, ja, wir haben 5.000, brauchen wahrscheinlich 10.000 oder so. Superstein? Betten. Ich muss die Fähre wieder zusammen. 15.000, ach, das kann man eben mal machen. Aber kein Ding, wir haben so einen Scanner bekommen. Jetzt. Dann können wir sehen, wo Supersteine sind, dann können wir die uns einsammeln. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Danke, Ellie. Okay. Freigeschaltet, Datenscan. So, was soll ich auf dem Gamehand drücken? Dann soll ich hier suchen mit dem... Wie heißt das Ding? Gamepad. Ja, ja, Gamepad, aber... Als Pirat versuchen. Ja, mit diesem Scanner, den du bekommen hast. Ja, genau. Da muss ich halt hier rumscannen. So, den kann ich schon mal nicht bekommen, weil ich da eine Fähigkeit brauche. Schau ich mal weiter. Sag du mal, was ich... Es sieht auf jeden Fall
sehr lustig aus. Das sieht aus, als ob ich den Jakob so anfokusse mit dem Ding. So wie so ein Irrer. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, wie der Alex hier mit dem Gamepad vor sich scannt. Ach so, man kann nur eins scannen. Wie dumm ist das denn? Uah. Du kannst auch die Treppe ruhig auf der richtigen Seite hochgehen. Ah, Mann, aber hätte ich nicht diese komische Standbilder, wäre das viel einfacher. So. Gut. Dann holen wir uns den Superstein, dann warst du es auch schon mit dem Part. Was ist der denn? Da oben. Kommt hier. So, den haben wir uns eingesammelt. Ja, haben wir. Gut. Dann würde ich sagen, das ist das mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr Daumen hoch da lassen. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt. Aber müsst ihr natürlich nicht. Und ja, dann erleben wir mit Jakob den nächsten Part im Albatros-Gefängnis wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.